jetzt quasi Schnur gerade geradeaus. Guck mal, ob der rausspringt. Weiter auf Senova Slenensky. Auf dem Weg zur Karlsbrücke. Ja, ist alles nice, alles schön alt. Oh, guck mal hier, der hier, der Kollege, der kennt man auch nicht. Was es hier noch alles so gibt, ne? Vor allem voll die geilen Schaufenster immer. Also wir sind jetzt hier richtig touristisch drin. Überall nur Souvenirshops. Museum of Torture. Das Ding ist ja, dass ich gar kein Typ für sowas bin. Ne? Damit kannst du mich nicht abholen. Dann lieber irgendwo einen Kaffee hocken und einen Kaffee trinken. Ne? Espresso. Naja. So, ich glaube, das hat sich dann jetzt auch geklärt, wo Madame Tussauds ist. Right here. Aber ganz ehrlich, wir waren ja damals in London. Und das ist auch nicht so, ich weiß nicht. War ganz cool. Das einzige Coole war ja dieser Dungeon, der noch da war. Also ich war in London zweimal in Madame Tussauds. Also, und da waren zweimal verschiedene Sachen. Weil einmal war eine Gruselbahn und mit dir war ja dieses Dungeon. Genau. Ja. Da wo ich einem Schausteller auf die Schnauze haue. Und das Original ist ja auch in England. Guck mal hier, yes. Macarons Bar. Ich weiß nicht, das ist halt immer so ein Ding, ne? So ein Zeug dann abzufilmen oder abzufotografieren. So. Als würde ich mir dieses Bild jemals wieder anschauen. Ne? Also, ich weiß nicht. Was mit dir? So, Jenny hat sich hier im Macaron-Laden Macarons gezogen. Aber man sieht gar niemanden. Ja, zeig mal. Okay, in diesem Tiffany Blue gehalten, wieder türkismäßig. Ja, und ich finde, der Domagoj macht jetzt mal den Taste-Test. Ich mag die ja eh nicht. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das immer so feiern. Feiern und halten. Oh ne, schon wieder die Konsistenz, ne? Hm. So Bubblegum, oder? Ja. Hm. Okay, nein, bitte, warte, ich mach jetzt. Aber du musst mal übernehmen. Also reinster geiler Bubblegum. Boah, geil. Wie kann das geil sein? Mmh. Hm? Brutal. Boah, nee. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Platz hier heißt. Wir sind eigentlich total unvorbereitet hier. Aber hier ist ganz schön was los, ganz schön busy. Wir sind uns mal hier entlang gelaufen, zu diesem Baumstriezel. Connoisseur, was weiß ich. Aber hier hinten links, das ist quasi der Weg. Ganz kurz, das ist quasi hier der Weg. Also hinten links zur Karlsbrücke, da wollen wir hin. Also, aber vorher geht es erstmal nochmal zum Starbucks. Da gab es auch das eine oder andere. Was zu waren hier. Also, es wird quasi immer in der Stadt
Ach, da habe ich schon wieder keinen Bock. Zum Glück kann ich draußen bleiben. Wo wir sind, quasi auch die Tasse gezogen. Oh ja, eigentlich schon, immer. Starbucks. Also alle machen hier von Fotos. Ich denke, da muss man jetzt auch mal mitfilmen. Keine Ahnung warum. Das machen wir auch mit. Alles fucking voll, ey, ohne Scheiß. Ja, das ist richtig was für uns, ne, dass es hier so schön voll ist. Ne? Boah, voll. Richtig gut. Ein kurzer Abstecher hier bei der Bagateria Boulevard. Das ist dieser Istanbul-Schisch. Mhm. Haki, wenn du siehst, Istanbul. Ja, es gibt einen Lichtblick hier vorne, Hard Rock Café. Das ist auch so bei uns etabliert, egal wo wir sind, wo eins ist. Also vorausgesetzt, es ist eins in der Stadt. Gehen wir rein, ziehen uns ein T-Shirt. Wir waren eigentlich schon mal hier. Ja, das ist schon, keine Ahnung, 6-7 Jahre her. Und deswegen müssen wir hier nochmal einen Besuch abstatten. So. Der Messi ist auch da. Der Leo Messi. Oh mein Gott, in deiner Farbe. In deiner Farbe. Schön, oder? Nice. Und meine neueste Leidenschaft. Die Gläser. Ja. Ein Kind. Ein Kind? Kind. So ein Kind, ja. Ja, zu Dubrovnik ist jetzt Sprach. Ja. So, und beide gerade unisono gleichzeitig. Oh no. Und vorne kommt ein Menschenmasse runter oder hoch. Je nachdem. Nein. Das kannst du nicht, gar keinen Bock mehr. Genau, das war das. Diese verschiedenen kleinen Böten. Böten? Boten. Böten. Was hat mich für Deutsch? Sind Cafés. Ne? Kann man normalerweise was trinken. Manche haben auch Essen. Was geht da? Was ist da los? Das Wetter, diese Böte, Margarita. So, jetzt nochmal bei der Einfigur. Die packen das alles an. Ich muss jetzt mal ein bisschen ergoogeln, was das auf sich hat, dass man das hier jetzt anpackt. Ich ekel mich richtig davor. Und hier. Komm, einmal, sei kein Frosch. Eide, Eide. Einmal. Einmal ist kein Wal, Bratte, was los? Ja, nächste. Ach, guck mal, sogar ein Doggy. Ich hab gute Wünsche gemacht. Ich hab viele Wünsche. Ich hab viele Wünsche. Nein. Nur die alle heimlich Fotos machen von Harrison, alle. Ja, ich sag das. Ein Fünfer für jedes Foto. Autogrammkarten, Zehner, was ist los? Wir machen Autogrammkarten. Doch, ohne Scheißes machen wir. Wir machen Autogrammkarten. Die hat er dann mit seiner Tatze unterschrieben. Ne? Und dann kommen hinten dann noch unsere Kontaktdaten und der FBO-Shop, fertig. Können Sie drauf sliden. So, hier ist die John Lennon Wall. Whatever, Freedom, Energy. So,
Kurzer Boxenstopp hier, Gulasch, Gulasch im Brot, Brot-Gulasch, Käffchen, aber nur eine Portion. Ja. Ich meine, schmeckt so gut, ey. So haben wir es jetzt. Okay, die Karlsbrücke und wir müssen jetzt diese Treppe hier hoch mit Harrisons Auto und mit Harrison. Okay, we will see how it works. So, Kinder, jetzt sind wir auf dem Weg. Wo sind wir auf dem Weg? Wo gehen wir hin? Knädel. Knädel, zu der, nicht böhmische Knädel, aber Knädel-Spezialität hier. Ansonsten nochmal dieses Gulasch und Brot. Also das war echt brutal, Alter. Richtig gut. So, zeig. Ja, rein in die Menschenmenge. Ja, Backweise. Genau mein Ding. Mhm. Das ist so der Flavore. Maracuja, Mango, Strawberry, Green Tea. Wow. Schmerzexplosion hier. Happy, dass du wieder happy wirst. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass das zu einem Food, das Foodlog ausartet hier. Nehmen wir, hey. Genau, Knädel haben wir gleich erreicht, denke ich. Mm. So, hier vorne ist es. Knädelin. Super Knädel. Keine Ahnung. Herzhaft, süß, alles dabei wahrscheinlich. Ich bin gespannt, ob der Kleine mit rein darf. Ist das was Herzhaftes oder was Süßes? Was ist das? Pilzmäßig irgendwas Käse? Das ist die süße Variante, oh, die sieht viel besser aus. Kinas, Knödel, Knödel, Intus. Ich fühle mich jetzt auch mittlerweile wie so ein Knödel. Jetzt geht's zu einer schwarzen Madonna irgendwas. Ich weiß nicht, was machen das? Was kann man da machen? Kuchen essen. Es wurde bekannt während Corona wegen dem Coronavirus-Kuchen. Ach, die haben Coronavirus-Kuchen. Hallo. Schon wieder essen. Dieser Virus Kegel oder was? Das ist Golden Eye. Das ist ein richtiger Marathon jetzt geworden. Ne? Mach das drehen. Das ist dieser Virus Cake, das Golden Eye. Ich weiß nicht mehr, was das geben soll. Ey. Nur noch am Essen. Aber ich kann auch nicht mehr. Was willst du machen? Ich kann nicht mehr, wirklich. Yeah. Ich kann nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was du bestellt hast. Hallo. So sorry, but we don't have a bitter lemon. We have a rose, Kinley or ginger. Do you have a Fanta? Of course. Fanta. Thank you. So Kids, sind wir auf dem Weg zu Tiffany & Co. Co. Hat sich da die Jenny was zum Hochzeitstag geholt. Darf ich das eigentlich so sagen, weil jetzt schneide ich es hier gleich wieder raus. Genau. Was haben wir hier als The Cartier? Cartier, Breitling. Louis. YSL. Yves Saint Laurent. Da müssen wir auf die linke Seite, oder?
Ja, wie gesagt, da gehen wir jetzt gleich mal gucken, was es da so Schönes gibt. Hast du schon was auszusuchen? Nee. Nee. Lass mich inspirieren. Genau, lass dich inspirieren. Das letzte Mal habe ich da die Infinite-Ohrringe gefunden, die in Deutschland schon längst ausverkauft waren. Haben die ein WC da drin? Und habe somit mein Set komplett gemacht. Nee. Weil dann gibt's WC. Ich müsste echt mal brunsen jetzt. Ja, die Öre. Also hier ist halt einiges, ne, zu finden. Aber wenn es wirklich macht, jo. Da drüben ist auch Gucci. Oh ja, da vorne. Die türkisfarbenen, sagen wir es, Markisen. Na, sehen wir es, ne? Tiffany & Co. Das ist nicht so schlimm. Ich bin ja nicht so heiß drauf. Was machst du? Du hast schon losgelassen. Ja. So. Dann toi, ne? Viel Spaß. Ich schwöre, diese Decken sind so toll, ne? So, I think the purse. Oh, hier für den Espresso. Lass dich rein? Ja. Wow. Manchmal hab ich Freunde gepasst. Ja, weil du bist der dumm bist. So, Kines. Jetzt geht's los. Was zum Futtern. Wieder was zum Futtern, ne? Das ist wie so. Also, ja, wir gehen was essen. Was wir gestern versäumt haben. Aber wir wollen traditionell essen gehen. Also, was wir gestern traditionell versäumt haben, holen wir heute, ne? Thank you. Die Suche nach Futter gestaltet sich wieder ein bisschen schwieriger. Keine Ahnung warum. Ja, hier vorne ging es ja zum Tiffany. Ne? Wir gucken jetzt mal da drüben, dieses Restaurant Lipet. Was da so geht, was das Menü hermacht. So eine kurze Aufnahme, bevor das Essen kommt. Was hatten wir es gerade eben? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade hier reinbabbeln wollte. Ja, keine Ahnung. Und just hier das Gulasch mit der dänischen Knödel, eingetrudelt, Rösti, mit Kartoffelpuffer, was weiß ich. Wir haben uns beide das gleiche bestellt. Weil, was wolltest du eigentlich? Gulaschsuppe. Gulaschsuppe und Brot, aber das hatten wir heute Mittag schon und was weiß ich nicht. Aber jetzt geht's hier rein. So, ein schnelles Review, solange die Gedanken noch da sind. So schnell wurden noch die Teller abgeräumt. Fleisch war zäh, trocken, Knödel ohne Leben. Soße war anständig. Was gibst du? Von 1 bis 10. 5. Mit viel Auge zudrücke eine 5. 4, 5 von 10. Also, das war nix. Und wieder das Warten angesagt auf diese Macarons. Ja. Wie
wichtiger ist es, erstmal hier noch reinzugehen, wo es nicht verschwunden ist. Die kleinen Duckies. Sie hat was. Sie hat was. Hat es mich gewundert? Nein, sie hat was. Lange vorbei an die Souvenire. Noch mehr. Aber wir suchen drüben der Strize. So, wir liegen hier auf dem Bett. Alle sind, Harrison, alle sind kaputt vom vielen Laufen heute. Wie viel sind wir gelaufen? Ich weiß nicht, wie akkurat es heute war, aber lass mich hier kurz mal machen. 16.000 Schritte, 10, irgendwas Kilometer. Ja, also 10 Kilometer sind wir gelaufen. Ja, Harrison? Nein. Also, Harrison ist auch kaputt, aber Gott sei Dank hatten wir hier ja sein Auto mit dabei. Ja, also alles in allem haben wir tatsächlich, glaube ich, zu 99% alles geschafft. Naja, gut. Zu 90% alles geschafft, was wir schaffen wollten. Naja, das eine Frühstückscafé ist ja noch offen. Das können wir morgen machen. Und eventuell diese Schlossburg oder was das ist. Ah, das. Und in dem einen Restaurant waren wir halt nicht. Das muss ein Schloss sein, oder? Schlossplan. Ja. Genau. Der Harrison ist ein bisschen unruhig gerade. Ja, also wir haben den Tag gestartet. Also wir haben uns nicht gestresst, weil wir haben ja... Willst du da rein oder willst du das nur von außen angucken? Ach, keine Ahnung. Weil da kann man sich Harrison, guck mal. Ticket buchen online. Baby. Offizielle Tickets. Baby. Oh, Baby. Ja, also auf jeden Fall, der Harrison mag das nicht, wenn man eine Kamera in der Hand hat. Das nervt ihn anscheinend gerade. Ja, also auf jeden Fall, wir haben wirklich alles geschafft, was wir schaffen wollten. Erstmal für heute auf jeden Fall. Wir sind um, glaube ich, 9.30 Uhr hier losgegangen. Also ich muss sagen, es ist echt ein mega, mega, mega geiles Hotel. Und die Lage ist auch mega, Harrison, die Lage ist auch mega, mega gut. Weil es ist wirklich mitten in der Altstadt. Also wir brauchen von hier aus, ich glaube, 5 Minuten an diesem Platz, ne? Wie heißt dieser Platz eigentlich? Ach, keine Ahnung. Mit diesem Denkmal von diesem... Du könntest auch weiter hier rüberkommen, dann passen wir alle drauf. Ich habe aber keine Lust, ich will mit dem Kleinen hier schmusen. Ja, okay. Also auf jeden Fall vielleicht 5 Minuten von diesem Platz weg. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Platz heißt. Was ist denn los? Aber das ist der Platz, wo diese ganzen, die Statue ist und diese ganzen Kirchen, so ein runder Platz. Die Statue. Ah. Die Statue, der Cartier-Laden an der Ecke. Ja, also auf jeden Fall ist es sehr, sehr zentral und ich erinnere mich nämlich daran, natürlich waren wir auch das letzte Mal bei Tiffany, als wir hier waren. Wie gesagt, ich erinnere mich ja sogar noch dran, was ich gekauft habe, die Infinite-Ohrringe, die waren nämlich in Deutschland ausverkauft. Und ich erinnere mich, dass wir damals von unserem Apartment bis zu Tiffany wirklich fast 1 Stunde gelaufen sind oder so. Also es war übelst weit, was nicht schlimm war, weil es durch die Stadt war, aber ja, es war schon weit. Und jetzt sind wir da einfach nur 5 Minuten entfernt. Also wie gesagt, das Hotel ist mega. Wir sind von hier zum Café Chloe. Ja, 1/4 Stunde. Ja, so 20 Minuten sind wir gelaufen. Ja, was gibt's zu dem Café Chloe zu sagen? Also es ist so ein typisches Instagrammer Café. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch da unbedingt dran erinnern könnt. Also ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht dran erinnern. Aber es gab mal so eine Zeit, da waren so diese ganzen Rosen an der Wand total in, für so Instagram-Bilder zu machen. Also auch die Kiki hat ja in ihrem Café an der Decke so diese Rosen. Und in dem Café sind die Rosen halt an der Wand. Das ist das Café Chloe und die Leute kommen hier eben her an dieses Café, um wirklich Bilder zu machen. Also das ist wirklich so ein Blogger-Café. Und da gibt es halt Kaffee in rosa und in lila mit Gucci, gell? Gucci-Zeichen und Dior-Zeichen drauf. Ich glaube, manchmal gibt es aber auch Chanel das oder so. So gut schmeckt der Kaffee, weil Dior drauf stand. Total. Und der wird da halt eingefärbt und dann gibt es da Bowls und Frühstückssachen und alles ist halt super hergerichtet, also total schön hergerichtet für Bilder zu machen. Moment mal, da waren ja eine Menge Damen dort. Guck mal, wie der guckt. Da waren eine Menge Damen dort, die wirklich sich dann so in Pose geballert haben. Ja, ich weiß nicht, ob die das Essen oder ihr Getränk noch genießen konnten oder ob da... Einfach nur die Intention war, sich im Kleinen zu machen, die Schulter nach hinten, die Brust raus. Die Intention da ist halt auch hinzugehen, um Bilder zu machen. Um was anderes geht es eigentlich nicht. Nicht mehr am Podex. Toll. Ja, also nichtsdestotrotz finde ich, dass diese
Eigentümer von dem Café sich Mühe geben und auch verschiedene Sachen haben, also auch Törtchen und so Zeug. Und es sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch gut. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist so eine kulinarische Explosion, ich muss da wieder hin. So ist es jetzt nicht, aber es schmeckt gut und es sieht eben schön aus. Und wo waren wir preislich? Preislich war es okay, muss ich sagen. Also generell zum Preis muss man sagen, Prag ist nicht günstig. Also ganz im Gegenteil, ich finde Prag teuer. Klar, man kann jetzt sagen, also es sind Preise wie in, also nicht, ich finde sogar ein bisschen teurer wie in Deutschland oder wie in Deutschland. Aber man darf halt nicht vergessen, dass die tschechische Währung, also 1 Euro ist, glaube ich, 21 tschechische Kronen. Also die Währung ist am Arsch, würde ich sagen. Ja, also es ist nicht viel, also ne. Aber dafür ist es hier schon extrem teuer. Und ich erinnere mich, dass es das letzte Mal definitiv nicht so teuer war, dass es da echt günstig war. Und jetzt ist es so, dass es, wie gesagt, Preise sind wie in Deutschland. Und also ich finde schon, also auch schon teuer. Aber in dem Café Chloe tatsächlich ging es. Also wir haben, ich muss jetzt mal überlegen, weil ich habe mir natürlich ein Glas gekauft. Harrison! Also ich habe mir ein Glas gekauft und wenn ich das Glas davon abziehe, dann haben wir gezahlt, ich glaube 28 Euro oder so. Aber wir hatten jeder, okay. jeder einen Kaffee oder, ja. oder einen Latte. Also, oder dieser, wie dieser, heißt, also dieser Lady-Kaffee war der, wo die J drauf stand, der hat 99 tschechische Kronen gekostet und dieser Gucci Lover, das war der mit diesem Gucci. Nee, aber der hieß Gucci Gang. Oder Gucci Gang, ja. Keine Ahnung, der hat 119 tschechische Kronen gekostet. Ich glaube, es waren ungefähr 4 bis 5 Euro, oder? Ja, plus minus mal geteilt. Ja, was aber okay ist, weil wie gesagt, was zahlt man in Deutschland für so einen Fancy-Kaffee? Da hat man noch diesen Maracuja-Spritz. Ja. Dann hatte ich mein also Frühstück. Also so eine Maracuja-Limonade war das. Genau, dann hatte ich ja mein Frühstück, mal ja 2 Würstchen, 2 Eier, also ein Ei geteilt, einen Haufen Bacon. 2, 3, ein Brot mit Frischkäse, 2 Scheiben Brot dazu, so kleine, ein bisschen Rucola-Salat, so mein Salat. Was war noch drauf? Gummi. Ja, also. Halt es mal kurz. Was soll ich denn ja, sagen? Ja, und ich genau. hatte eine Bowl. Genau, die war ja dann quasi mit Chia, nee, was war das? Ach, diese ganzen fancy Bowls, ihr kennt euch selber aus, was es da draußen gibt. Haben wir so ein bisschen Knuspermüsli dazu gemacht, dann irgendeinen Joghurt und ab dafür. Und dann war das halt eben das, diese fancy fucking Bowl, so, ne? Vorhin war er so schön im Koma. Dann war ich gerade eben mit ihm draußen und dann hat er wieder direkt die Spritz gehabt. Schade, das Gehen ist... Yes, also Frühstück war in Ordnung, viel fancy-mancy. Die hatten noch einen Garten, der war aber nicht bestuhlt, weil es geregnet hatte. Deswegen konnte man halt eben nur so einen kurzen Spiegel. Aber da konnte man coole Bilder machen und die haben noch einen Shop dabei. Da kann man auch T-Shirts kaufen und Tassen und Schmuck und sogar Beauty-Artikel. Besteck hatten die auch, irgendwie so Löffel. Das war halt, glaube ich, ein Kuli und kein Löffel, das war ein Schlüssel. Ich check die Videos, das war ein Löffel. Nee, das war ein Schlüssel. Ja, auf jeden Fall... Es ist ganz okay, aber es ist halt immer lustig. Klar, die Bilder sehen immer geil aus, aber eigentlich diese ganzen Requisiten sind total billig gemacht und auch immer ein bisschen abgeschrammt schon, aber ich meine, egal. Hauptsache schöne Bilder. Es war schon ein bisschen blau. Ja. Also, was will man sich... Ist halt ein typisches Blogger-Café. Da ist es jetzt nicht so, dass die Einrichtung hochqualitativ ist, sondern es geht halt darum, coole Bilder zu machen. Egal, also ich finde, man kann da hin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich müsste jetzt unbedingt nochmal hin, aber man kann das machen auf jeden Fall. Und da ist auch ein Hotel direkt dabei. Wo man auf jeden Fall nicht mehr hin sollte, ist das letzte Restaurant, wo man heute Abend gegessen hat. Ja, aber können wir jetzt nicht mal chronologisch vorgehen? Ja, nee, das kam ja gerade eben so direkt reingeschossen, weil das war... Komm, erzähl. Ja, also auf jeden Fall danach sind wir dann... Wo wollten wir dann hin? Wir wollten zur Karlsbrücke und auf dem Weg sind wir vorbeigekommen bei Mad Rabbit. Das ist ein Macarons-Laden hier. Auch so Insta-Minster-mäßig gemacht. Also auch, wo man coole Bilder machen kann und so. Sieht alles fancy aus und schön aus und alles hübsch. Und da gibt's, also ich habe 2 Läden hier gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Einen kleinen und ich glaube so ein größerer. Das scheint der Flagship-Store zu sein. Da gibt es auch Eis. Oh, Baby. Da gibt es auch Eis und da gibt es eben die Macarons. Also ein Macaron kostet 45 tschechische Czech Crowns. Kronen.
Das sind, Moment, ich rechne es aus. Wann hat der Wechselkurs 22, 23? Nee, 21. Die Wechselstuben haben irgendwas mit 21 angegeben. 1,88 Euro. Also das für ein Macaron finde ich absolut okay, wenn man überlegt, was die generell zum Teil kosten. Also in Kroatien sind sie auf jeden Fall teurer. Und ich glaube, in Frankreich sind die auch auf jeden Fall teurer. Und hier hat man auch so fancy Geschmäcker wie Bubblegum. Total cool. Sehr geil. Eklig war das. Geil. Lecker. Den haben wir gekauft und probiert. Okay, von da aus sind wir dann an die Karlsbrücke gelaufen, weil wir waren schon mal natürlich an der Karlsbrücke, aber man sollte ja diese Statuen da anfassen, weil das Glück bringt. Ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen. Also auf jeden Fall relativ mittig ist so ein Gitter und da liegt so ein... Was weiß ich denn das, wo da liegt? Napoleon soll das, glaube ich, sein. Ey, keine Ahnung, vielleicht können wir das jetzt hier mal einblenden. Ich weiß es nicht. Oder willst du es jetzt googeln und dann, was weiß ich nicht? Ich hatte es ja gegoogelt, aber ich habe es nicht gecheckt, wer das sein soll. Also für, ich fand es auf jeden Fall ein bisschen... Ich sage, es ist immer so ein komisches Wort, ne? Aber da haben so viele Leute dran gedatscht. Ich weiß nicht, wo die vorher mit ihren Fingern waren. Ja, das ist halt ganz glatt auch poliert, weil so viele Leute da angefasst haben. Ja, also, nee, das war jetzt nichts für mich. Boah, nee. Also, sagen umwogener Glücksbringer, St. John of Nepomuk Statue. Warum sag ich immer Statue? Statue. 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 Der Leichnam Nepomuks wurde der Legende nach von dieser Brücke in die Moldau geworfen, auf sogenannte Geister. So, good morning. Also irgendwie, ich glaube, die Perspektive ist nicht so geil, aber ist auch total egal. Und zwar wollte ich euch so einen kleinen Haul zeigen über die Dinge, die wir hier gekauft haben. Es ist auch wirklich nicht viel. Ja, ich fange mal an. Also für alle, die mich kennen, wissen, ich habe so einen Tassentick, Gläsertick. Ja, auf jeden Fall gab es im Café Chloe natürlich hier so ein Glas. Ich weiß nur nicht, man erkennt es wahrscheinlich nicht so gut. Also es ist wie so ein Kaffeeglas. Ich fand es total schön. Hier steht drauf, Coffee is a lifestyle, Café Chloe. Fand ich halt ganz cool. Deswegen habe ich gedacht, gönne ich mir mal so ein Gläschen, weil ich mache ja auch öfter mal so ein Kaffee-Reel oder so. Und ich dachte, das ist ganz gut. Ja, dann sammle ich Magneten, also meine Mutter und ich, um ehrlich zu sein, sammeln Magneten. Und wir waren schon mal in Prag. Ich weiß, ich habe zwar schon mal einen Prag-Magnet gekauft, aber die hier fand ich echt mega schön. Also ich habe mir den geholt mit der Karlsbrücke, mit der Frau mit dem roten Mantel quasi. Und für meine Mama... Den hier, also auch von der Karlsbrücke, fand ich total schön. Und ja, wie gesagt, sammel halt Küchenmagneten. Das haben die jetzt gekostet. 79 tschechische Kronen. Das sind ungefähr 3,50 Euro. Ist ganz okay. Also ich habe echt schon viel mehr für Magneten gezahlt. Und dann habe ich noch für meine Mama und für mich von der John Lennon Wall quasi so ein Magnet gekauft. Das fand ich auch ganz cool als Erinnerung. Steht auch hier drauf, Lennon Wall Prag. Wobei man sagen muss, also der Laden war echt ganz schön überteuert. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, was die Magneten hier gekostet haben. Aber ich glaube, die waren ungefähr auch so vom Preis her. Aber ich fand es halt als Andenken ganz hübsch. Und ja, dann muss ich dazu sagen, mein Mann und ich haben so ein Hardrock-Café, Hardrock-Hotel-Tick. Also wir waren, ja, also wenn wir wohin fahren, wo es ein Hardrock-Hotel gibt, dann... nehmen wir das echt. Also wir waren in Bali im Hard Rock Hotel und wir waren in Singapur im Hard Rock Hotel und in, in Amerika. Aber wo, weißt du das noch? Miami. Florida. Nee, Miami, das war noch am Bauen in Miami. In Miami war es noch am Bauen und in Orlando war es auch nicht, da war es nämlich schweineteuer. Aber das war irgendwo in Florida auf jeden Fall. Das war, okay, auch nicht. Also es war irgendwo, bei Florida waren wir auch, da war so ein Casino mit drin. Ja, und wir waren in Las Vegas im Hard Rock Hotel, das gibt es nur leider nicht mehr. Ja, und wenn es halt irgendwo ein Hard Rock Café gibt oder ein Hotel, dann kaufen wir uns als Andenken daran immer ein T-Shirt. Ich kann auch echt mal ein Video machen nur mit den Hard Rock T-Shirts, das ist so ein Stapel. Aber okay, was ich jetzt neu für mich entdeckt habe, weil nämlich in Dubrovnik hat ein neues Hard Rock Café eröffnet. Das war Hollywood in Florida. Hollywood? Mhm. Dieses andere Hollywood, nicht Hollywood Los Angeles, sondern Hollywood Florida. Da habe ich schon dieses Hollywood FL Florida. Ah, Hollywood Florida, okay. Also auf jeden Fall habe ich für mich neu entdeckt. Und zwar in Dubrovnik hat ein neues Hard Rock Café eröffnet letztes Jahr. Da gab es letztes Jahr, wo wir dort waren, nur den Shop. Da haben wir uns schon T-Shirts geholt. Und dieses Jahr war auch das Café an sich eröffnet. Da haben wir da gegessen. Und da habe ich für mich entdeckt die Pint-Gläser.
Und da habe ich eins von Dubrovnik und jetzt habe ich auch eins von Prag gekauft, weil die sind echt so richtig dick. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also richtig stabil, massiv. Also ich finde die richtig gut. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt in jedem Hardrock-Kaffee, wo ich bin, unbedingt so ein Glas brauche. Aber vielleicht so, dass ich 6 Stück oder 8 Stück zusammenkriege, fände ich, glaube ich, schon ganz cool. Aber mit der Zeit, ne? Nicht alles auf einmal. Ja, und dann gab es, also wir waren, wie gesagt, schon mal in Prag. Deswegen haben wir beide schon ein T-Shirt von Prag. Deswegen habe ich mir jetzt auch keins gekauft, aber für Domagoj habe ich eins gekauft, weil ich weiß gar nicht mehr, ich glaube zu meinen, dass das erste Mal 2019, ich glaube 2019 haben wir das erste Mal diese T-Shirts, die ich euch jetzt gleich zeige, gesehen, beziehungsweise ich glaube seitdem gibt es die. Und zwar hat er, glaube ich, sein erstes aus Key West, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube Vegas hast du auch eins, ne? Yeah. Aber ich glaube Key West war das erste. Ja, und da waren wir 2019. Und zwar sind das die hier, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt gescheit sieht. Das ist der Rücken. Also da ist quasi steht die Stadt drauf, also hier Prag und dann halt die Wahrzeichen von der Stadt und vorne steht halt einfach so klein Hardrock-Café hier Prag. Und davon hat er halt etliche, also wie gesagt, das erste aus Key West und die gefallen ihm halt vom Schnitt her total gut und ich finde die auch schön und deswegen kaufen wir immer oder kaufe ich ihm immer so ein T-Shirt auf jeden Fall. Und ich habe mir ein Pulli für uns beide gegönnt, also für mich halt Oversize, eher ein Kleid. Und zwar der hier, den gab es jetzt ganz neu. Also den gab es im Juni im Hardrock-Café in Dubrovnik noch nicht. Ich denke, das ist neue Kollektion. Also ihr seht hier in so einem, ja, Mintgrün, Babyblau, halt so mein Ding. Also nicht ganz mein Ding, das wäre mein Ding, aber so ungefähr. Und ja, steht einfach Hardrock-Café Prag drauf. Hier die Schrift ist halt so petrolfarben und ich fand den total schön. Und deswegen war es der Pulli und kein T-Shirt. Ja, das habe ich mir gegönnt. Dann, das zeige ich jetzt, obwohl es ein Geschenk ist, habe ich für mein Patenkind, für die Ella, my first Hardrock-Shirt aus Prag mitgebracht. Wobei es nicht ihr first Shirt, ich habe nämlich aus Dubrovnik, glaube ich, auch eins mitgebracht, damit mich nicht alles täuscht. Und oder habe ich ihr ein Body aus Dubrovnik mitgebracht, weil da war sie ja noch kleiner, da war sie erst 1 Jahr alt. Und aus München ein T-Shirt. Also jetzt auf jeden Fall ein T-Shirt für 2-Jährige. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es halt nur dieses Standard-Shirt gibt für Kinderbabys, aber ja, musste jetzt sein. Die hat nämlich Geburtstag im August und dann kriegt sie das quasi noch mit dazu. Deswegen zeige ich es jetzt auch, weil bis dahin ist das Video bestimmt noch nicht hochgeladen. Das ist ja bald. So, dann natürlich, ich bin ja totaler Starbucks-Fan, gab es aus dem Starbucks eine Tasse. Also wie gesagt, Tassen sind absolut mein Ding. Also da, hier gab es die Standardtassen, die es gerade im Sommer gibt. Im Moment ist gerade die Kollektion mit dieser Wassermelone, die Tasse, und mit diesem Eis am Stiel drauf. Also sowas kaufe ich da nicht, wenn ich irgendwo anders bin. Wobei, die Wassermelone habe ich von der Shalima zum Geburtstag bekommen, vom Angelo. Also die ist sehr schön auch. Aber hier habe ich jetzt, die fand ich cool, die habe ich auch schon öfter gesehen. Und zwar ist das so die Skyline quasi von Prag. Ne? Also hier sieht man es, und also hier Starbucks und hier steht halt Prag drin. Und die Tasse habe ich schon öfter gesehen und die fand ich ganz cool. Deswegen habe ich die mitgenommen. Es gab natürlich auch die Klassiker. Die kennt ihr bestimmt auch. Die gibt es dann von der Stadt meistens. Sondern ist auch so außenrum in bunt die Stadt in der Skyline drin und vom Land. Also hier gab es jetzt Czech Republic, aber ich fand die halt schöner für Prag oder von Prag. Deswegen die habe ich gekauft. Genau, war ja klar. Wobei ich sagen muss, die war jetzt auch nicht so günstig. Ne? Also 19,50 Euro finde ich schon teuer. Normalerweise so 15,95 die Tassen bei Starbucks. Also es war schon nicht so billig. Ja, dann habe ich hier in der Entenboutique was gekauft. Das werde ich aber nicht zeigen, weil es ist ein Geschenk. Und ja, es ist auf jeden Fall eine quietsche Ente. Ich kann ja irgendwann mal berichten, was es war. Aber es ist ein Geschenk, was noch dauert, bis es verschenkt wird. Deswegen zeige ich das jetzt nicht. Wie gesagt, eine quietsche Ente. Das habe ich das erste Mal in Split gesehen, diese quietsche Entenboutique. Es ist halt einfach ein Laden, wo von oben bis unten Quietscheenten in verschiedenen Variationen drin sind. Und das habe ich jetzt hier in Prag auch gesehen. Und diese Ente hatte ich auch schon mal gesehen. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt nehme ich sie mit. Und ja,
Also es gibt alles Mögliche da, wirklich verschiedene Sachen. Enten als Tier, Ente als Krankenschwester, Ente als keine Ahnung. Aber ganz lustig und deswegen als Geschenk. Und dann habe ich noch bei Mad Rabbit Macarons gekauft für meine Mama als Geschenk. Und zwar hier so eine coole Box. Naja, toll, jetzt ist es hier so, naja, verlaufen. Da wird sich jetzt bestimmt aufregen, aber ich kann nichts dafür, ich war's nicht. So drüber. Ja, als Geschenk für meine Mom und ja, für mich selber noch welche. Hier, genau. Ja, das war's eigentlich. Oder haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Also so wirklich shoppen waren wir jetzt nicht, aber... Achso, doch, natürlich. Von Tiffany habe ich mir auch was gegönnt. Muss natürlich sein, ich als Tiffany-Fan durfte mir zum Hochzeitstag was aussuchen. Und ja, das war's, aber das reicht auch. Also es war... Ja, es sind schöne Sachen dabei und ja, so wirklich shoppen würde ich das jetzt tatsächlich nicht nennen. Sind ja jetzt keine Kleider, Schuhe oder so großartig, aber es sind halt so die Standardsachen, die wir meistens kaufen, wenn wir irgendwo im Urlaub sind. Genau. Ja, so viel zu dem kleinen Mini-Haul aus Prag. Weiter geht's, die wilde Fahrt. Bis dann. So, Kinder, ist Abreisetag hier. Aber Abreisetag, ne, bedeutet auch bei uns, so ein paar Sehenswürdigkeiten reinzuziehen. Zu einem fahren wir jetzt erstmal noch was frühstücken. Zum zweiten fahren wir Nuff ans Schloss, oder ist es eine Burg, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Und dann noch irgendwie ein, zwei andere Sachen. Und dann denke ich, dass wir gegen Mittag dann auch ja, die Pferde satteln und dann abhauen. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, was die Jenny alles bestellt. Also, das war auf jeden Fall ein Flat White. Was war das hier? Das war der Eistee. Du hast Grapefruit Lemonade. Oh, wie nice der hier ist. Aber was ist denn da drin? Uber. Keine Ahnung. Kuba heißt der. Uber. Uber. Na, hopp. Zum Spachteln gibt es hier, ich habe einen Avocado-Toast mit Feta, Cheese und Tomate, dies, das. Und du hast einfach alles. Das ist ein Becher. Halloumi-Toast. Aber mit Rührei und? Halloumi. Ja, Käse, ja. Gut, gut. Ganz schön gestresst. Wir haben jetzt die Toast auch noch getauscht. Was sagst du? Gleich mal, mach mal gleich deine Bewertung. Schon 8. Ja, also ich hatte diesen Avocado-Toast. Das hier, Schmutz. Schmeckt überhaupt nicht. Aber wegen diesen Blüten. Ist doch kein Schmutz. Ja, aber so kühl, ne? Ich schmecke Blume, ich schmecke ganze Wies. So, dann der Flat White ist so flat wie der Name, schmeckt nach gar nichts. Und dein Passion Fruit, Dragon Fruit? Ist okay. Aber sehr gut. Obwohl ein Stück Rührei reingefallen ist. Und du mich verarscht hast, dass es nicht so ist. So, der nächste Spot. Hier ist auch wieder einheimisch, glaube ich. Ah, gucken, ob der Kleine nicht da. Ah, wir können sogar draußen. Ja, ich bin gespannt, was es hier zum Essen gibt. Ist die letzte Mahlzeit. So. So. Hier ist auch wieder gut bürgerlich, oder was? Mhm. Dann gucken wir mal. Du hast Holunder, ich habe Zitronen. Mhm. Hier ist noch Water. So, hier nochmal gefilte Brot mit Gulasch. Und du hast den gebackenen Cheese, ne? Da, hier mit Mayonnaise wahrscheinlich, ne? Ja. Gute Hunger. So, die Jenny besorgt noch was im Kaufland hier. Und Rote berechnen. Was sagt die Rote? Was spuckt sie aus? Ach, okay. Ei, ei, ei. Bitte den Straßenverlauf weiter 18:36 Uhr. Jetzt links abbiegen. Ah ja, sind wir auch wieder 5 Stunden etwas unterwegs. So, ich sichte gerade die ganzen Dateien, die ganzen Filmaufnahmen. Und da ist mir aufgefallen, wir haben uns gar nicht verabschiedet. Wir haben den Blog gar nicht, beendet. Hast du was zu sagen da hinten? Hallo. Hey. Dann beenden wir jetzt hiermit den Blog. Es war uns eine Ehre. Es war uns eine Freude. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Adieu. Thank you.